In diesem Video zeige ich dir eine umfangreiche Darstellung von Berechnungen zum gleichseitigen Dreieck. Und zwar werden wir 4 Berechnungen durchführen. Gegeben ist ein gleichseitiges Dreieck mit einem Innenkreisradius von 4,5 cm und wir berechnen die Höhe des Dreiecks, den Umkreisradius groß R, die Seitenkante A und schlussendlich noch den Flächeninhalt. Wie immer ist es sinnvoll, sich eine Skizze anzuschauen, vor allem beim gleichseitigen Dreieck. Und hier können wir die Aufgabe nur dann lösen, wenn uns folgender Sachverhalt da ist. Wir müssen uns nämlich auf den Innenkreisradius und auf den Umkreisradius aufgrund der Angabe konzentrieren. Und zwar gilt folgende Regel: Der Innenkreisradius ist ein Drittel der Höhe des Dreiecks und der Umkreisradius ist 2/3 der Höhe eines Dreiecks. Wenn man das weiß, ist die Berechnung relativ einfach. Wenn man es nicht weiß, viel Spaß beim Finden der Lösung. Berechnen wir nun in einem ersten Schritt die Höhe HA mit der vorher formulierten Formel für den Innenkreis. Diese lautet die Höhe des Dreiecks mal 1/3. Und weil ich ja den Innenkreisradius weiß, dieser ist 4,5 cm, ersetze ich klein r durch 4,5. Dann habe ich eine Gleichung mit einer Unbekannten, eben die Höhe, die ich jetzt auf die Höhe auflöse, indem ich mal 1/3 eliminiere, indem ich durch 1/3 dividiere, und zwar beide Seiten. Wenn ich durch 1/3 dividiere, ist das gleiche wie wenn ich mal 3 rechne. 4,5 mal 3, das ergibt 13,5 cm. Und natürlich auf der rechten Seite mal 1/3 dividiert durch 1/3 eliminiert sich, so dass wir sagen können, die Höhe auf HA beträgt 13,5 cm. Das Ganze formulieren wir dann noch in einem Antwortsatz. Die Höhe HA ist 13,5 cm lang. Auch die Berechnung des Umkreisradius R ist jetzt nicht besonders schwierig. Hier gibt es 2 Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit gewählt, dass ich die Höhe mal 2/3 berechne, so wie ich das vorher erwähnt habe. Aber man kann natürlich auch sagen, wenn der Innenkreis 1/3 ist und der Umkreis 2/3, kann ich ja einfach den Innenkreis verdoppeln. Hier also die Formel mit der Höhe. Die Höhe haben wir berechnet mit 13,5. 13,5 mal 2/3 ergibt 9 cm. Und auch das formulieren wir in einem Antwortsatz. Der Umkreisradius R ist 9 cm lang. Jetzt kommen wir noch zum dritten Schritt. Wir berechnen die Seitenlänge A und hier würde ich unbedingt Formeln verwenden. Die Herleitung der Formeln für das gleichseitige Dreieck habe ich in einem extra Video hier auf diesem Kanal. Ich verlinke es euch am Ende. Ich empfehle euch immer die Formeln und nicht einfach nur die von der Zeichnung a² und a² zum Quadrat, weil nur mit den Formeln kann ich umformen, das heißt, ich kann viel mehr berechnen. Wir haben folgende Formel für die Berechnung der Höhe im gleichseitigen Dreieck: a² mal die Wurzel aus 3. Im nächsten Schritt ersetze ich a mit bzw. ha mit 13,5, sodass ich folgende Angabe habe: 13,5 ist gleich a² mal die Wurzel aus 3. Das a muss schlussendlich wieder alleine stehen. Das heißt, ich habe 2 Umformungsschritte, damit ich das hinbekomme. Der erste Umformungsschritt ist, dass ich den Nenner geteilt durch 2 wegbekomme, indem ich beide Seiten mal 2 rechne. 13,5 mal 2 ergibt 27 und dividiert durch 2 und mal 2 eliminiert sich. Das heißt, auf der rechten Seite bleibt über a mal die Wurzel aus 3. Jetzt muss ich noch dividiert durch Wurzel 3 rechnen, natürlich mit dem Taschenrechner. 27 dividiert durch Wurzel 3 ergibt dann 15,6 auf eine Stelle gerundet und mal Wurzel 3 und geteilt durch Wurzel 3 eliminiert sich. Wie finde ich die Wurzel beim Taschenrechner? Bei den meisten Taschenrechnern ist es die Secant-Funktion von x hoch 2. Damit kann ich auch hier den Antwortsatz formulieren. Die Seitenkante A ist 15,6 cm lang. Kommen wir nur noch zum Flächeninhalt. Auch hier habe ich 2 Möglichkeiten.
Ich kann natürlich ihn jetzt wieder berechnen mit a mal ha halbe, weil ich habe die Seitenlänge a und ich habe die Höhe ha. Ich zeige euch hier aber auch wieder die Formel. Diese Formel hat einfach den Vorteil, dass ich mit einer Angabe sie umformen kann. Und da wir jetzt a wissen, kann ich jetzt die Zahl, die Länge für a einsetzen, für klein a. Sie beträgt 15,6 und die Berechnung des Flächeninhalts kann man durchführen. 15,6 zum Quadrat geteilt durch 4 mal die Wurzel aus 3. Und wenn ich das in den Taschenrechner eingebe, erhalte ich als Ergebnis 105,4 Quadratzentimeter. Auch diesen Sachverhalt formuliere ich noch in einem Antwortsatz. Der Flächeninhalt des gleichseitigen Dreiecks beträgt hier 105,4 Quadratzentimeter. Wenn euch das Video gefallen hat oder auch im besten Fall weitergeholfen hat, bitte einen Daumen nach oben.